das Gleiche, Tag für Tag. Diese Einförmigkeit ist dich von innen tiefer und tiefer. Sie verdunkelt dein Gedanken, tötet in dir Persönlichkeit. Und du fängst an zu glauben, dass das in Ordnung ist. Denn wenn du in dieser Welt geboren bist, jedes System wird kein Fleck von deiner Persönlichkeit hinterlassen. Und nur das eine Gedanke rettet Teile von deinem Verstand. Du sitzt vor dem Monitor und verstehst, dass du den ganzen Tag ein 2D-Indie-Spiel spielen wirst. Na, da seid ihr, dass es endlich etwas Normales gibt. Nee. Küsst mein Ass, küsst mein Ass. Willkommen zu dem besten und heißesten Kanal von 2020. Ich entschuldige mich für solchen hässlichen Intro. Wie ihr es schon verstanden habt, werden wir heute über Darkest Dungeon reden. Und es ist wirklich ein sehr gutes Spiel. Glaubt mir nicht. Na dann, was ist mit zufälligen Menschen im Internet? Na, das hört sich schon besser an, oder? Super Spiel. Darkest Dungeon macht süchtig und sehr viel Spaß. Geht gut. Naja, ich glaube, ihr habt schon verstanden, dass dieses Spiel ist ein echter Klassik. Ich hätte sogar gesagt, presently. Na, lass uns schon anfangen. Hier ist alles schon wieder auf diesem Englisch, also werde ich es für euch übersetzen. Ruin has come to our family. You remember our venerable house? Opulent and imperial, gazing proudly from its stoic perch above the moor. I lived all my years in that ancient. Wenn ihr versteht nicht, was gerade passiert ist, was im Prinzip möglich ist, den für wen habe ich diese göttlichen Untertitel gemacht, dann bei Geschichte von diesem Spiel, unser reicher Opa wollte die Geheimnisse der menschlichen Rasse eröffnen. Und er hat irgendwelche Untoten wieder zu beleben und Menschen wie zu tun. Naja, ein echter Klassik. Ich hätte sogar gesagt. Und so nach ein paar Jahren hat er uns einen Brief geschrieben, wo wir diese ganze Scheiße aufräumen sollen. Die Geschichte so leicht wie das Rezept von Eierkuchen. Also lasst mich euch zeigen, was in diesem Spiel gut ist. Wir nehmen die allerschwierigste Schwierigkeitsgrad, weil ein echter Mann lügt seine Frau nur an, wenn er eine Überraschung für sie hat. Jetzt sollen wir einen Namen für unserem Dorf geben. Das Spiel, wie ihr es schon verstanden habt, ist sehr dunkel und atmosphärisch. Also zu dieser Frage soll man mit vollem Ernst kommen. Na, es wird doch unsere Kampagne nicht auf einem Dorf starten, den Namen zu dem Spielsetting nicht passt. Ich bin gehört. Blech, schon wieder. Wie ihr seht, hier ist ein Kreuzfahrer und Räuber. I understand. Die sind auch unsere Charaktere, die wir kontrollieren können. Und damit auch das unheilige Spiel von Nebengrad zu töten. Wie ihr sehen könnt, das Spiel ist in 2D gemacht. Und in Roguelike-Style. Wenn das sagt zu euch überhaupt nichts, dann herzlichen Glückwunsch. Ihr würdet überhaupt nicht verlottet von amerikanischer Propaganda der 70er Jahre. Der Sinn von Gameplay ist der, dass wir laufen von Zimmer zu Zimmer und dabei auch zufällige Gegner bekämpfen. Der Kampf läuft zügig und jeden Zug kann einer der unserer Charaktere eine der seine Fähigkeiten benutzen. Am meisten ist das einfach eine Attacke mit verschiedenen Geschmack, sowie Vergiftung, Verblutung oder Betäubung. Aber es kann ein Buff sein oder Heilung. Und alle diese Attacken sind unikal. Na, oder doch nicht. Während ihr von Zimmer zu Zimmer läuft, könnt ihr ein interaktives Objekt finden. Wie dieser Geister. Lass uns mit dem mal sprechen. Hallo, geistlicher Geist, wie geht's? Bei uns ist alles schlecht. Unser letzter Gott hat uns verlassen. Warum denn? Was ist denn passiert? Fortnite-Porno.
Krassig. Verzweifelt. Hoppa, es sieht so aus, als ob unser Charakter hat ein Bughead gefangen, so gesagt. Höhö. Naja, ein guter Grund, euch erklären, wie diese Stressmechanik funktioniert. Während ihr durch den Dungeon läuft, könnt ihr Stress bekommen. Wenn ihr bekommt 100 Stress-Einheiten, dann wird ein spezielles Ereignis passieren. Und genauer gesagt, euer Held wird verzweifelt, aggressiv oder frei von Kapitalismus. Ziemlich interessante Mechanik, meinem Opa gefällt das. Ach, wie schön ist diese eben glatt. In unserer Stadt gibt es viele verschiedene Häuser. Manche davon sind nutzlos wie Friedhof, wo ihr auf unsere gestorbenen Helden anschauen könnt. Die kann man nicht wiederbeleben, by the way. Und ohne Kutzpche könnt ihr einfach nicht nochmal spielen, weil dieses Ding bringt euch ganze Zeit das neue Fleisch. Es gibt auch einen Gegenstanden-Shop, wo man für Overpriced Gegenstände kaufen kann, was dem sehr unnützlich macht. Häuser für Upgrades und so weiter. Diesen Video könnte man eigentlich bis zum 30 Minuten lang machen. Denn Content in diesem Spiel ist sehr viel. Ich nehme auch nicht dabei die verschiedenen DLCs, wo man gegen Blutsaugen Vampiren bekämpft. Und in den zweiten, wo man bekämpft gegen die unendlichen Wellen von Arbeitsklassen. Nur weil wir können. Aber das waren nicht meine Ziele. Denn um ehrlich gesagt wollte ich ja mein einfaches erstes Video erstellen. Was nicht besonders peinlich ist. So, das sieht so aus, als ob wir gegen den ersten Boss bekämpfen können. Bevor den Kampf in jedem von diesen Bossen, wird uns ein Teil von seiner Geschichte erzählt. Mastery over life and death was chief among my early pursuits. I began in humility, but my ambition was limitless. Who could have divined the prophetic import of something as unremarkable as a twitch in the leg of a dead rat? Jetzt können wir nichts verstehen, weil wir haben seine echte Vision nicht getötet. Und ja, in diesem Spiel gibt es 8 Bosse und jeder von diesen Bossen hat 2 stärkere Visionen davon. Also 27. Natürlich kann ich euch demonstrieren, wie ich diesen Boss getötet habe. Über dieses Bild kann man sehr lange reden, aber besser einmal machen als 100 Mal anschauen. Und überhaupt, wenn ihr dieses Bild durchspielt, wird ihr solche Memes verstehen wie 1 zu 1 Heilungen auf 0 und andere Maudol Content. Und das zweite Teil kommt auch gleich raus. Und ab jetzt sage ich zu euch Tschüss. Wenn euch dieses Video gefällt hat, dann lächelt und schreibt in den Comments und ich gehe das neue Doom spielen. Auf Wiedersehen.